Es ist der große Tag. Am 21. wird der neue Vorplatz ÖPNV-Knoten feierlich eröffnet. Am 22. geht er ans Netz. Erstmal, was bedeutet das für Sie als Cottbusverkehr jetzt? Ja, das bedeutet viel für uns. Es ist eine nahezu komplette Umstellung des Liniennetzes, neue Straßenbahnführungen, aber auch die Buslinien werden sich verändern. Große Herausforderung für die Busfahrer, sich zu konzentrieren, für die Straßenbahnfahrer, die richtigen Linienweg zu fahren. Wir weisen jetzt schon die Fahrer ein, also Einweisungsfahrten finden ja jetzt schon statt, deswegen große Bedeutung. Das heißt, die technische Abnahme hat soweit funktioniert, ja? Die hat sehr gut funktioniert. Wir haben da großes Lob bekommen. Natürlich gibt es immer kleinere Nacharbeiten, die werden noch jetzt nachjustiert. Aber wir gehen davon aus, ganz fest davon aus, dass die Eröffnung stattfinden wird und kann. Sie haben heute ganz viel auch erzählt. Es gibt Plusbuslinien, die werden neu verkehren. Was gibt es da alles? Das ist richtig. Es gibt ja im Land Brandenburg und mittlerweile auch in Sachsen und in Sachsen-Anhalt sogenannte Plusbuslinien. Das sind nach einem festen Qualitätskriterium festgelegte Buslinien, die größere Orte verbinden sollen. Schnellbuslinien kann man auch dazu sagen. Wir werden Cottbus Burg betreiben und unsere Kollegen, da wird Döbern angebunden, Forst wird angebunden, Guben wird angebunden, sodass auch hier in der Lausitz die ersten Plusbusse fahren werden. Sie haben gesagt, das Kundenzentrum kommt noch mit rein, also ein weiteres entsteht. So ist es. Es gibt ein weiteres Kundenzentrum von Cottbus Verkehr betrieben, direkt am Westeingang des Hauptbahnhofes, dort mit Öffnungszeiten, die wir kundenfreundlich gestalten wollen. Das volle Fahrkartensortiment, Fahrauskünfte, persönliche Ansprechpartner, sodass wir hier auch die Qualität für unsere Kunden weiter hochhalten. Die Frage ist jetzt, was passiert eigentlich mit den Haltestellen drumherum am Bahnhof? Es gibt ja einzelne kleine rund um die Pückler-Passage. Genau, einige werden Ersatzhaltestellen bleiben, Notfallhaltestellen, falls irgendwelche Havarien sein sollten. Ansonsten werden alle Haltestellen aber auch weiter bedient. Können Sie noch mal ganz kurz irgendwie einfach erklären, worin besteht denn die Herausforderung für Fahrer und Cottbusverkehr, diesen neuen Knoten mit ins Liniennetz einzubinden? Ja, na, wir haben viele Fahrer eingestellt, neue Fahrer, die den Hauptbahnhof noch nie befahren haben und die auch die Jessener Straße gar nicht kennen als Straßenbahnfahrer. Die müssen eingewiesen werden, damit sie den Verkehrsknoten als auch die Jessener Straße einmal kennen. Wo muss ich halten? Wie weit muss ich vorfahren? Wie schnell darf ich fahren? All das wird jetzt gerade eingewiesen und das ist die Herausforderung für die Fahrer, das neue Liniennetz ab dem Tag dann auch wirklich zu fahren, weil an jeder Weiche der Fahrer nochmal festlegen muss, fahre ich links rum, geradeaus, rechts rum, sodass hier hoffentlich keine Fehlfahrten stattfinden. Es findet ja nicht täglich statt, ne, dass sich für einen Straßenbahnfahrer tatsächlich mal eine Strecke ändert. Ja, wenn ich 10 Jahre die gleiche Strecke, ja. Streckenweg, dann ist das intuitiv natürlich drin. Wenn sich dann was ändert, das ist aber dann die Herausforderung, aber dafür bereiten wir die Mitarbeiter auch entsprechend vor. Und wichtige Frage, ist denn, sage ich mal, der neue Fahrplan auch an DB angeknüpft, an den neuen Hauptbahnhof sozusagen mit? So ist es, unser Einsteiger, also das Fahrplanheft wird 1 Jahr gültig sein. Es hat jetzt schon die Änderungen der DB entsprechend mit berücksichtigt, sodass sich der Kunde hier drauf verlassen kann. Das gilt dann jetzt auch für eine relativ lange Zeit. Ja,